Wir alle kennen das. Du lernst jemanden kennen und hast keine Lust auf Smalltalk. Am liebsten würdest du gerne den Smalltalk-Teil einfach überspringen und direkt in die Tiefe gehen, damit du in kürzester Zeit ein tiefgründiges Gespräch führen kannst. Das Fragezeichen ist kraftvoller als das Ausrufezeichen. Das soll einmal Dale Carnegie gesagt haben. Der amerikanische Autor, Unternehmensberater und Rhetoriklehrer war ein Meister darin, in kürzester Zeit diese tiefgründigen Gespräche zu führen. In diesem Video erfährst du die 5 Regeln, mit denen es dir gelingen wird, in kurzer Zeit eine tiefe Verbindung mit deinem Gesprächspartner herzustellen. Erstens, stelle W-Fragen. So viele wie du nur kannst. Warum, wann, mit wem, welche, weshalb. Ein Beispiel. Ein Klient erzählte mir in einem Beratungsgespräch, er habe als Kind ein Poster an seiner Wand hängen gehabt von Steve Jobs. Und darauf stand, This is for the crazy ones. Ich habe ihn gefragt, was hat dir dieses Poster denn bedeutet? Und er sagte mir, es erinnerte mich daran, dass ich mich von den Regeln der Gesellschaft lösen muss. Also habe ich nachgebohrt. Welche Regeln meinst du? Er sagte, er hatte früher das Gefühl, er müsse in eine Schublade passen, damit andere ihn mögen. Also fragte ich, was für ein Gefühl hat dir dieses Poster dann gegeben? Er sagte, es hat ihm die Angst genommen, alleine zu sein, dass er sich nicht mehr verstecken wollte und dass dieses Poster ihm gezeigt hat, dass es noch mehr wie ihn gibt, dass er sich nicht mehr alleine fühlen braucht und sich irgendwo zugehörig fühlen kann. Und so kamen wir von Lieblingsfilmen und Postern innerhalb von einer Minute auf eine Urangst, die er als Kind hatte. Die zweite Regel für tiefe Verbindungen, aktives Zuhören. Wir haben hier zwei Wörter, zuhören und aktiv. Zuhören bedeutet, wenn die Person gerade redet, dass du den Augenkontakt hältst und nicht wegschaust. Wir Menschen, wir fühlen uns dann ernst genommen, wichtig genommen, wirklich verstanden. Die meisten Menschen hören nicht zu, sondern warten lediglich ihren Zug ab, bis sie anfangen können zu quatschen. Das ist verdammt wichtig. Während sie erzählt, schau auf keinen Fall weg. Halte diesen Augenkontakt. Denn damit zeigst du deinem Gegenüber deine unaufgeteilte Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich extrem wertschätzend. Und beim aktiven Zuhören bedeutet das Aktive, dass du furchtlos nachbohrst. Wenn du etwas nicht verstehst oder dich ein Detailpunkt an dieser Geschichte noch mehr interessiert, dann unterbrich diese Person mitten im Satz und frag nach. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Die dritte Regel für tiefe Verbindungen. Unterbrich deinen Gesprächspartner. Viele meiner Klienten haben früher den Fehler gemacht und gedacht, es sei unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Warum das Quatsch ist, erfährst du jetzt. Es ist völlig okay, die Person vor dir zu unterbrechen. Solange du mit der Unterbrechung Interesse an deinem Gegenüber hast, kannst du sie jederzeit mit einer Frage unterbrechen und nachbohren. Du willst mehr über dieses eine Detail erfahren, über das Poster oder über die Angst oder über das Gefühl, das sie damals hatte? Unterbrich sie mitten im Satz. Sie hier zu unterbrechen ist nicht disrespektvoll. Es ist extrem wertschätzend, denn du beweist damit, dass du für ihr Thema, für ihre Geschichte brennst. Du kannst gar nicht anders. Es interessiert dich so sehr, du musstest sie unterbrechen. Du bist voll und ganz bei ihr. Du bist Teil ihrer Gedanken und deswegen ist es das Natürlichste der Welt, dass du einfach mal reingrätschst. Jetzt kommt natürlich die Frage, soll ich mich entschuldigen, wenn ich ihn oder sie unterbreche? Nein, dafür brauchst du dich auch nicht zu entschuldigen. Was ich dir jetzt sage, ist verdammt wichtig. Es liegt nicht an dir anzunehmen, wann du zu weit gegangen bist. Wenn es jemandem zu persönlich werden sollte, dann werden sie von sich aus schon sagen, das ist mir gerade zu persönlich oder darüber möchte ich nicht sprechen. Und das ist natürlich okay. Es heißt Gesprächspartner. Die ganze Last liegt nicht auf deinen Schultern, sondern 50-50 verteilt. Und wenn du einem Gesprächspartner das Signal gibst, dass du dich wirklich für ihn interessierst und er irgendwann mal sagt, jetzt wird es mir zu persönlich oder darüber möchte ich nicht reden, dann ist das der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich verstehe. Aktuell ist das meistgeschauteste Video auf diesem Kanal eines über tiefe Verbindungen. Und warum wohl? Wir Menschen brauchen eine Verbindung. Das ist unser Urbedürfnis. Wenn du aber jemanden unterbrichst und es hat nichts mit dem zu tun, was deinem Gegenüber gerade gesagt hat, nur dann ist es disrespektvoll. Ein Beispiel, du unterbrichst sie mit einem Satz und sagst, oh, ich habe Hunger, wo ist denn der nächste Mc's? Und die vierte Regel für tiefgründige Verbindungen nenne ich Leveln. Leveln kannst du auf zwei Arten machen. Entweder durch Fragen wie, habe ich das richtig verstanden? Du meinst also, dass das und das und das? Oder indem du das Ganze in eigenen Worten wiedergibst. Leveln sorgt dafür, dass du und dein Gegenüber sich immer wieder mehr und mehr verbunden fühlt. Das sind diese Momente, wo sie weiß, er hört mir zu, er ist genau bei mir und es erzeugt einfach extreme Empathie zwischen euch beiden. Leveln ist genau diese Zutat, die euch beiden das Gefühl von einer tiefen Verbindung gibt. Und die fünfte und wichtigste Regel. Du musst dich selber öffnen. Teile etwas von deinen Schwächen. Geh mit gutem Beispiel voran. Und das absolut furchtlos. Das hast du jetzt schon öfters gehört. Furchtlos sein.
Was meine ich damit? Wir sind im Alltag immer nur unsere Masken. Wir haben eine Maske für die Arbeit, wir haben eine Maske für den Chef, wir haben eine Maske für unsere Eltern, wir haben eine Maske für unsere Kinder, wir haben eine Maske für die Frau oder den Mann, den wir so toll finden. Überall tragen wir ständig nur Masken. Furchtlos sein bedeutet, diese Maske fallen zu lassen und etwas zu erzählen, wofür du dich schämst. Etwas, das dir vielleicht peinlich ist. Ich bin Andi und ich bin ein Schwächling. Es bedeutet, dich verletzlich zu machen. Ich hatte nicht viel Geld und da gab es eine Gruppe Jungs, die waren stärker als ich, größer als ich. Und ich kann mich erinnern, ständig auf dem Boden zu liegen und Tritte und Schläge in mein Gesicht und auf meinen Körper abzubekommen. Und wir alle hatten wahrscheinlich diese eine große Liebe irgendwo im Alter von 9 bis 18 Jahren oder sowas in der Schule. Und an dem Wochenende war eine Party. Und ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, auf dieser Party, da wird irgendwas Schönes passieren. Da ist auch was passiert. Und zwar hat sie dort mit meinem besten Kumpel rumgemacht. Und ich habe einen Freund gebeten, ein Foto von uns zu machen, während ich das so sich geschmust habe. Die haben es nicht mitbekommen. Und das Foto, das dort entstanden ist, ist folgendes Foto. Oh mein Gott. Ha ha ha.